Wir sind jetzt beim CBT-Verlag. Für unser Magazin Lesezwerge haben wir heute die Autorin Anke Stelling. Ihr Buch Erna und die drei Wahrheiten. Ein Buch so ja, ab 12 Jahren? Nee, ab 11 empfiehlt der Verlag. Also Erna ist auch 11. Genau. Und stimmt, sie ist Erna ist vielleicht ja auch schon ab 10 für viele Leserinnen und Leser. Ja, mit Ihrem Buch Erna und die drei Wahrheiten, das ist ja Ende Februar schon erschienen, gehen Sie jetzt den Schritt von der Literatur für Erwachsene in den Bereich des Kinderbuchs. Das wenden sich eben dann junge Leser, ja, ab 11 Jahren habe ich mir selber aufgeschrieben. Was hat Sie bewogen, dieses Genre zu wählen? Außer, dass Sie jetzt selber Mutter sind, klar. Ja, für mich ist es eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so ein anderes Genre, sondern ich lese selber auch viel Kinder- und Jugendliteratur, also auch schon bevor ich selbst Kinder hatte, weil mich Autorinnen begeistern und ich eigentlich diese strenge Unterscheidung gar nicht so nachvollziehen kann. Also gerade wenn es sich in dem Fall um so Alltagsgeschichten dreht, da kommen ja auch Eltern vor oder man erinnert sich an seine eigene Kindheit. Also für mich ist das gar nicht so ein großer Unterschied zur Erwachsenenliteratur. Okay. Seit gut 16 Jahren nehmen Sie vom Schreiben, habe ich auf Ihrer Seite gelesen. Ja. Prosa und Drehbuch. Und sie steht aber auch ganz offen dazu, dass sie auch schon eine Durststrecke hatten. Ist ja klar, oh ja. Also Autorin geht es ja auch. Absolut, ja. Wie kam es denn dann jetzt mit der Zusammenarbeit mit dieser renommierten Verlagsgruppe Random House, also CBT? Ich habe einen Agenten beim Verlag der Autoren, einen Literaturagenten, und der hat das Manuskript vermittelt und der hat mir CBT vor allem, also gar nicht mal so wegen des Geldes, sondern wegen der tollen Lektorin empfohlen, die er kannte. Und die er sehr schätzt und meinte, die ist toll einfach zur Zusammenarbeit. Genau. Und die dann, war dann halt offen für Manuskript. Genau. Und die mochten den Text und dass sie auch einen guten Vorschuss zahlen können, ist natürlich auch super. Sage ich auch nicht nein. Das ist natürlich schon gut. Also haben sie es doch wieder geschafft, jetzt den Sprung in die große Literatur. Ihr letztes Buch, Bodentiefe Fenster, liegt jetzt 2 Jahre zurück. Ihre Protagonistin Sandra lebt in einem Gemeinschaftshaus im Prenzlauer Berg. Und auch Erna, das 11-jährige Mädchen aus ihrem Buch, lebt in einem Gemeinschaftshaus. Warum war Ihnen das wichtig, wieder so dieses Haus? Ja, das ist eben, was ich vorhin meinte, dass es für mich gar nicht so einen großen Unterschied macht, sondern Sandra war eine Protagonistin Anfang 40, Erna ist eine Protagonistin mit 11, aber das Umfeld, das ist mein, die Geschichte interessiert mich, da werden Fragen verhandelt, die mich interessieren. Dann in dem Fall kann ich auch was verhandeln, vielleicht eben einfach aus einer anderen Perspektive. Also so ähnlich wie der Titel auch schon sagt mit den drei Wahrheiten, finde ich die Perspektive des Kindes in so einem Experiment ja auch, finde ich einfach auch für mich spannend. Was mir jetzt aufgefallen ist, das war auch für mich ein bisschen komisch, weil ich habe ja selber auch 3 Kinder. Anna spricht ihre Eltern mit dem Vornamen an. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ach ja, das machen meine Kinder tatsächlich auch. Ja, deswegen. Und also für mich ist das ein bisschen ungewöhnlich Erziehung. Ja. Ich habe dann auch wirklich mal ein bisschen gegoogelt, ob das so normal ist, weil unsere Kinder sind jetzt schon erwachsen, die Ältesten, und die anderen 12. Vielleicht haben wir irgendwie ein bisschen was verpasst, kann ja sein, ja. Achso, nee, das haben wir gar nicht so forciert als Erziehungskonzept, sondern das vielleicht liegt es ein bisschen an diesem Gemeinschaftswohnen, dass die Kinder sehr viel hören, wie man mit, also dieses Generationenübergreifende, wie man mit anderen Erwachsenen spricht und vielleicht öfter sozusagen hören, dass jemand mich mit Anke anspricht als mit Mama. Okay, also sehen Sie das vielleicht dann so, dass die Kinder mit Ihnen auf einer Augenhöhe sind und deswegen das so machen, oder ist es einfach... Ich glaube, es ist tatsächlich auch situationsabhängig. Ich würde auch sagen, mein Jüngster, der sagt manchmal Mama und manchmal Anke, je nachdem, auf welcher Ebene er mich anspricht. Also vielleicht so zum Gutnachtsagen sagt er eher Mama und wenn er was von mir will, Anke. Nein, ja, also es wechselt. Okay. Und ist das jetzt im Umfeld Ihrer Kinder auch so normal? Oder haben Ihre Kinder vielleicht dann schon mal gemerkt, dass es irgendwie anders ist? Ist unterschiedlich, würde ich sagen. Mir fällt es gar nicht mehr so auf, merke ich, wenn Sie das jetzt so ansprechen. Ja, weil ich habe auch überlegt, woran kann das liegen, dass das, gut. Dann ist es eben, mal was anderes. Ja, das ist, weil ich hatte erst nämlich gedacht, sind das jetzt, hab erst gedacht, so Gemeinschaftshaus, vielleicht ist es so was wie dieses betreute Wohnen, was es auch für Kinder gibt, aus sozial schwachen Familien.
Aber gut, man findet sich ja schnell zurecht, dass das Kind in der normalen Familie ist. Genau, sind die leiblichen Eltern von Erna und ihrem Bruder Tom. Man merkt es ja. Genau. Ja. Aber andererseits ist es natürlich auch wieder zum, regt ja dann auch zum Nachdenken, ja, die Leser. Gut. Was war Ihnen denn für die Figur der Erna wichtig? Welche Eigenschaften sollte dieses Mädchen haben? Also die ist eine, die viel reflektiert. Das ist vielleicht ihre Haupteigenschaft. Also die ist sehr wach, auch eine kluge. Also die nimmt sehr viel auf, was um sie herum passiert und denkt aber dann eben auch sehr viel drüber nach. Und das ist manchmal auch nicht so leicht für sie. Also die nimmt eben dann auch die Probleme, Ungerechtigkeiten und so weiter um sich herum sehr stark wahr und trägt das dann auch mit, also auch was in der Schule passiert, mit nach Hause und umgekehrt, was zu Hause läuft, mit in die Schule oder zu den Freundinnen. Und das ist aber natürlich toll, wenn man so eine Protagonistin hat, weil dann hat man auch viel Raum für zum Nachdenken, sie nachdenken zu lassen und auch ihre Gedanken mit in den Text reinzubringen. Was würden Sie jetzt sagen, ist sie so ein typisches Mädchen in dem Alter oder untypisch? Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist, sie hat natürlich viel von mir, weil ich sie geschrieben habe. Ich weiß nicht, gibt es typische Mädchen? Also ich glaube, sie hat typische Themen, weiß ich nicht, Freundinnen, Aussehen, auch erste Liebe. Lieblingsserien, Schau das Schaf. Genau, Lieblingsserien. Also insofern, glaube ich, können sich viele Mädchen mit ihr identifizieren. Ich habe jetzt aber auch schon gehört, von Kindern, die meinen, wow, die macht es sich auch manchmal schwer. Mhm. So. Also sie ist nicht so eine Leichtlebige. Mhm. Gut. Kann man nochmal Hallo sagen, bitte? Genau. Ihre Geschichten rund um das Erlebte und die Sorgen von der Erna spiegeln irgendwo auch unsere Gesellschaft wieder. Da passt das wieder, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie da eigentlich diese Trennung gar nicht machen. Zum Beispiel Thema Geld in der Familie, das fand ich ganz gut. Und auch Zivilcourage. Und warum sollten sich denn Kinder mit diesen Themen auseinandersetzen? Innerhalb der Familie oder auch vielleicht unter Gleichaltrigen? Also ich glaube, dass sie das sowieso tun. Also dass sie nachdenken über solche Sachen. Dass sie natürlich wahrnehmen, dass es soziale Unterschiede gibt, auch in der Schule, auch im Haus oder da, wo sie leben. Dass die Eltern Sorgen haben, zum Beispiel Geldsorgen oder, weiß ich nicht, Streit untereinander und so weiter. Diese ganzen Themen, die nehmen sie ja wahr, die leben ja eben in dieser Welt und ich finde es wichtig, dass sich das auch in der Literatur wiederfindet und dass man dann auch eine Identifikationsmöglichkeit hat mit einem literarischen Mädchen, mit einer Figur, die da auch was rauskriegen will und dann vielleicht auch stellvertretend für einen selber da über Sachen nachdenkt oder fragt oder aneckt. Und also ich denke, Literatur ist auf jeden Fall Weltbegreifen für Erwachsene und für Kinder. Sie haben Ihr Buch jetzt im Rahmen der Buchmesse schon bei verschiedenen Veranstaltungen, unter anderem mit Schülern, vorgestellt. Mit welchen Erwartungen sind Sie da reingegangen in diese Veranstaltung und wie wurde das Buch aufgenommen? Ich war sehr aufgeregt vorher, weil so eine Schulklasse ist ja schon was anderes als so ein, Lesepublikum, wo die Leute auf jeden Fall kommen wollen. Also das ist ja dann auch eine Schulveranstaltung und da habe ich natürlich schon das Gefühl, Mensch, hoffentlich haben die was davon, gefällt denen das, aber es war ganz toll. Also meine erste Lesung mit Schulklasse war richtig toll, da freue ich mich jetzt schon auf die nächste. Also es kam auch gut an, die haben sehr aufmerksam zugehört, haben auch tolle Fragen gestellt hinterher, auch nicht so verklemmt wie oft ein erwachsenes Publikum dann hinterher so, sondern die waren sehr direkt und sind auch mitgegangen mit dem Text, haben viel gelacht, also das war richtig schön. Gut. Sie haben ja selbst drei Kinder, haben also so einen ausgefüllten Alltag. Oh ja. Wie inspirieren Sie sich denn, wenn Sie schreiben? Also man muss sich ja da ein bisschen zurückziehen, denke ich, oder stört Sie das nicht vielleicht? Ach so, doch, ich habe so einen Büroalltag eigentlich auch. Also wenn die Kinder morgens in die Schule gehen, dann gehe ich außerhalb auch, damit ich nicht da mit dem Haushalt anfange, habe ich ein Zimmer, wo ich schreibe. Und schreibe und komme dann 16 Uhr, wenn die Kinder wiederkommen, komme ich auch wieder. Also klar, so ein Umschalten und gleichzeitig ist aber in dem Fall natürlich der Familienalltag auch große Inspiration. Also die Kinder bringen ja auch Geschichten mit. Ich kriege einen ganz anderen Einblick in die Welt von 11-Jährigen heute, als wenn ich keine Kinder hätte. Genau.
Erzählen Sie dann den Kindern auch immer mal was? Kommen Sie mit denen ins Gespräch drüber, ja, was Sie so schreiben? Und dann? Ja, also es ist, also sie sind jetzt nicht meine Erstleser. Also ich teste das nicht wirklich an denen, sondern das, aber sie machen natürlich, weiß ich nicht, wir reden, ich habe O-Töne im Ohr, die ich in die Dialoge reinbringen kann. Sowas schon, ja. Was macht für Sie ein gutes Kinderbuch aus? Was sollte dazugehören? Also ich orientiere mich daran, was ich selbst immer noch gerne lese, aber auch als Kind gern gelesen habe. Und das sind Alltagsgeschichten, also die so im alltäglichen Leben verankert sind. Und ja, wie ich schon sagte, die auch Probleme nicht auslassen. Und wo man sich identifizieren kann, wo man mitgehen kann. Ja, und ich hoffe, das ist mir mit der Erna auch gelungen. Wo wird man sie jetzt mehr finden? In dem Bereich für die Kinder und Jugendlichen oder mehr vielleicht doch wieder für die Erwachsenen? Oh, ich würde gerne beides weitermachen. Also jetzt gerade schreibe ich an meinem nächsten Roman für Erwachsene, wobei da auch, ist auch eine Familiengeschichte, also da gibt es auch Kinder. Und ich habe aber auch schon Ideen für das nächste Kinderbuch oder Jugendbuch. Also da haben Sie schon Blut geleckt. Ja. Genau. Gut, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Ja, ich danke.